Freunde, spürt ihr schon den Hype? Spürt ihr den Hype für Freibarca? Die Bayern trainieren sich gerade ein, sind schon in Portugal im Luxusresort Cascade. Da geht's los, ja? Sommer, Sonne, Meer, wunderschönes Ambiente und da trainieren die Bayern schon und sind oder scheinen schon bereit und strotzen nur so vor Selbstbewusstsein. Robert Lewandowski zum Beispiel sagte, wir haben nur noch Barcelona im Kopf. Ja, nur noch Barca spielt eine Rolle, das ist alles, worauf sie sich konzentrieren, fokussieren. Ich bin super gespannt, wie Hansi Flick die Jungs einstellen wird. Er sagte Folgendes, es ist etwas ganz Besonderes. So ein Turnier gab es noch nie auf Vereinsebene. Wir wollen das Glück erzwingen. Ja, das hoffe ich doch mal. Aber wirklich, so ein Turnier hatten wir wirklich noch nicht, quasi im WM-Modus die Champions League zu spielen. Klar, aufgrund von Corona, kein guter Grund, dass wir das so haben. Aber trotzdem wahrscheinlich nochmal spannender, weil es wurde immer mal wieder kritisiert, ja mit diesen Hin- und Rückspielen, ja das ist ja so ein bisschen die Spannung raus und wenn der eine im Hinspiel schon 3-0 gewinnt, ist ja schon vorbei, außer man heißt Liverpool und Barca, aber ist eine andere Geschichte. So, das haben viele sich so ein bisschen drüber beschwert und das ein Spiel 90 Minuten, dass es spannender ist und jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Es ist spannender vielleicht, das ist aber auch unberechenbarer. Das heißt, da kann wirklich alles passieren. Eine schnelle rote Karte, die du vielleicht im Rückspiel noch ausgleichen kannst, das geht dann da nicht. 90 Minuten sind erbitterter als 180 und dementsprechend, ja, freue ich mich riesig drauf und bin richtig gespannt. Auch Manuel Neuer hat was gesagt. Ich hoffe, dass wir lange hier bleiben und möglichst viel erreichen, waren seine Worte zu diesem Trainingslager. Es scheint, wie gesagt, sehr schön zu sein. Sie sind locker drauf, sie sind hungrig, wie Neuer auch sagte. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Bayern sich hervorragend, herausragend präsentieren werden am Freitag. Und ihr wisst natürlich, es wird hier eine fette Nachanalyse dann zu dem Spiel geben, eine Voranalyse. Ich bin sowieso schon gehypt von mir, das kann es morgen Freitag sein. Heute Abend erstmal nochmal Euroleague, ja, mit Inter gegen Leverkusen, auch ganz spannend. So ein bisschen, ja, wenn du Barca gegen Bayern auf Wish bestellst, aber nee, Spaß beiseite, Freunde. Also, ja, ich freue mich auf den Freitag, aber auch auf heute, gucke ich auch mal rein. Was seid ihr, Freunde, eure Meinung in die Kommentare? Klickt in die Mitte, kommt ihr zum letzten Video. Messi oder Lewandowski? Wer von den beiden ist eigentlich besser? Was sagen denn die Zahlen? Klickt in die Mitte, findet es heraus. Wir sehen uns später wieder und denkt, ihr haltet den Ball richtig flach.